Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja gerade hier dabei gewesen, mehr oder weniger jetzt Rom zu retten. Wir haben erfahren, dass wir dann doch der Schlange den Kopf abschlagen müssen oder der Blüte direkt. In dem Fall Boudica müssen wir mehr oder weniger, passt ja nicht, also so direkt richtig voll krass fett den Kopf abschlagen und damit schlimme Sachen anstellen. Weiß noch nicht was, aber irgendwas fällt uns da sicher ein. Wie sieht's aus? Alles vernichtet. Es wurde so mühselig aufgebaut, war alles so hübsch und jetzt ist es verwüstet und. Ach, Krieg ist scheiße. Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Alle töten. Wir sprechen Boudicas Leibwache und töten sie. Jupp. Weil du wieder nach Hause kannst, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ein Zuhause gibt. Und vor allen Dingen, was ich immer krass finde, dass die Menschen in solchen Situationen wirklich den Mut gefunden haben, die Sachen wieder aufzubauen, ja. Das Ganze Zerstörte wieder aufzurappeln. Also praktisch wie damals in Deutschland, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland oder viele Städte komplett eingeäschert wurden, mehr oder weniger. Dass die Zivilbevölkerung da dann wirklich diese Kraft noch gefunden hat, obwohl dann die Männer und Väter oftmals gestorben sind und es gar nicht mehr nach Hause geschafft haben, dass die dann die Kraft gefunden haben, dann halt zu sagen, okay, wir machen weiter und wir bauen unser Land wieder auf, anstatt wie es heutzutage üblich ist, dass diese Leute ihr Land verlassen, anstatt ihr Land wieder aufzubauen. Wo ich immer denke, so, ja, wenn man das damals gemacht hätte, dann wäre das irgendwie, weiß nicht, dann würde es nicht mehr viel geben, weil gehört ja irgendwo dazu, dass man halt, ja, je nachdem, wie das Land ist, aber eigentlich generell sollte man sein Land, finde ich, wieder aufbauen. Ist ja immerhin sein Land, ne? So Mutterland oder Heimatland, wie man es nennen möchte. Also würde ich doch schon bevorzugen. Hallo? Hallo? Gieß mal drauf. Ich kann sagen hier. Sehr schön. Ich will aber nicht weglaufen. Ich werde auch nicht weglaufen. Ich werde euch alle umbringen. Ja. Oh oh. Der macht ernst. Oh, das ist hier so ein. Ah, ich hasse diese Typen. Weil das sie keine Chance gegen großartig. Und da mag ich dann immer gerne den Fokus benutzen. Den Typen gehen wir einfach nur auf den Zeiger. So, ups, da kommt der nächste an. Halt. So, schnell mal den Fokus eingesetzt. Das ist ein kurzes, die Typen Platz machen. Weil die nerven halt, ne, mit ihren komischen Steinkeulen. So, schnell das. Ja, mach schon, braucht nicht so lange mit der Hinrichtung. Das kostet mich alles Fokuszeit. Und da habe ich nicht so viel von. So, schnell den. Und schnell den Typen platt machen. Schnell, komm schon. Oh Gott sei Dank, hat alles noch gereicht. Drei Typen, das ist schon fast Maximum, würde ich sagen. Vor allem drei von den Typen. Echt? Das können wir versuchen. Warte, ich komme mal ran. Achso, hier kann ich direkt hochklettern oder was? Ach, sehr schön. Wo ist denn das? Und? Ah, sehr gut. Eigene Leute gerettet. Ach, das ist der Elefant. Ich könnte doch von hier das jetzt draufschießen. Warum? Ja, nein, darf ich natürlich nicht. Muss ja weiterlatschen. Mal die Tür auf, genau. Irgendwas Interessantes hier? Anscheinend nicht. Ich folge dem unauffällig. Sieht schrecklich aus hier. Sieht echt schrecklich aus. Hier, die armen Zivilisten da. Ja, gute Frage, wie das Barbaren können. Eigentlich ist Rom weit genug weg gewesen von allem, aber dank eurem Kaiser hat sich das erledigt. Folge mir. Okay. Ja, dann kommt mal mit. Immer fleißig mitkommen, ja. Heute wird Geschichte geschrieben. Unterstützt sie! Richtig. Ordentlich unterstützen. Das ist wichtig. Halt, ich muss dann die. Halt, Genau, hier selber abfeuern.
Was ist denn hier los? Treffe ich den mal langsam? Den haben wir. Der auch. Das müssten doch eigentlich die ganzen Bogenschützen platt sein, oder? Ich bin der Meinung schon. Ja, da unten ist noch einer. Ach, sehr gut. Haben wir alle gerettet hier. Ausrücken. Genau, richtig. Rückt aus. Verteilt euch. Seid beschäftigt. Irgendwie so. Sucht euch eine Beschäftigung. Ja, ist so allerhand los, wenn man sieht das. Es sieht auch cool aus, ne? Selbst die Zerstörung hier sieht schon episch aus. Ich wette mal, wir werden da auch noch hinkommen. Der Platz sieht förmlich danach aus, als ob wir da irgendwie kämpfen werden. Alles okay? Alles in Ordnung mit dir? Hm, siehst sogar langweilig aus. Ah je. Es tut mir leid. Ich trauere mit euch. Hm. Jetzt echt jetzt. Was haben wir hier hinten? Was noch zum Sammeln oder so? Oh, hier ist was zum... Oh. Hier ist ja eine versteckte Raum. Ich hab meinen Grillen zirpen gerade, ne? Da hatte ich so ein bisschen Eindruck, oder? Hm. Ja, sicher bin ich mir jetzt nicht. Grillen zirpen mit einem Kampfgetümmel. Hm. Eher unwahrscheinlich. Ah, oh, wie es aussieht, ey. Och, Mann. Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen. Hm. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Skorpio. Sehr gut. Wo ist der Skorpio? Herr, willst du mal fortbewegen? Feindliche Schützen lenken das Gebiet an. Oh. Da sind ja elendig viele Elefanten. Was soll denn das hier? Scheibenkleister! Ich werde zu Elefanten-Ragout verarbeitet. Na, wo kommen die denn alle her? Los, komm, schnell, rauf hier, los, schnell. Oh, ja, ja, sollte man alles platt machen. Ich werde dich umbringen, Boudica. Oh. Schade. So, und jetzt? Die lebt 100 pro noch, die ist noch nicht tot. Ja, da ist sie. Die wird von Rache angetrieben, hm. Aber du bist immer noch hässlich. Hässlich wie die Nacht, ey. Ja, die muss leiden. Die muss weichen. Ist hier irgendwas? Nee, ist natürlich nichts. Da habe ich irgendwen liegen sehen. Wir gucken gleich nochmal hier hinten in der Ecke. Bevor ich da mich ins Kampfgetümmel stürze mit ihr. Ach, richtig. Sehr schön. Gut, dass wir das gemacht haben. Hier ist dann auch noch was. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen Erfolg gibt, wenn man alle Sachen hat. Ich glaube ja. Ich glaube, es gibt nur einen Erfolg, wenn man alle Schriftrollen hat und so. Und alle Sammelobjekte. Jeweils immer aus einer Rubrik oder generell alles zusammen. Ansonsten so, wie man das normalerweise von anderen Spielen kennt, wo man dann irgendwie die Hälfte der Sammelobjekte hat oder sowas. So einen Erfolg gibt es hier leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich schon gerne gehabt. Und immerhin ist das ja auch eine Anstrengung, die man hier vollbringt, ne? Ach, da ist sie. Ey, Boudica! Jetzt wird dein Kopf rollen, Miststück. Ergib dich oder zahl den Preis. Ich hab dich schon mal platt gemacht. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Richtig. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Puh. Du wirst sehen, wer hier siegen wird. Hm. So, können wir draufhauen. Wir sehen, einmal können wir schlagen. Es wird ein relativ langer Kampf. Kann ich schon mal vorweg erzählen. Ich glaube, es gibt garantiert auch eine andere Taktik, aber das ist die, wo wir am längsten überleben. So, da haben wir sogar geblockt. Oh, also zwischendurch kommt auch mal, wir sehen es, die Möglichkeit, dass wir direkt blocken können. Aber kommt nur selten. Ansonsten müssen wir eigentlich die ganze Zeit diese Taktik fahren. Ich glaube, sie verändert sogar nochmal ihren Angriffsstil. Bin ich der Meinung zumindest. Also ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ach, verdammt, wenn man immer noch mehr als einmal zuschlagen könnte, das wäre so gut.
Mist. Was soll das denn? Ich opfer schon wieder hier meine Zeit, ja? Hops. Halt, 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 halt. Na komm schon, Budika. Hops. Rollender Römer, sage ich nur, ne? Naja, der rollende Römer hier, der wird siegen. Naja, ich sag, das ist hier der coolste Kampfmove überhaupt. Der, mit dem mich am meisten voranbringt. Haha, habe ich die von hinten angepiekst? Nein, 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 nein. Die Hälfte deiner Lebensenergie ist schon weg. Damit hast du wohl nicht gerechnet, ne? Mhm. Und jetzt, was willst du machen? Oh, willst du weinen oder sowas? Ja, 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 ja. Wahrscheinlich will sie das. Das hat nicht so viel gebracht. Irgendwie dauert das zu lange, habe ich den Eindruck. Ach, Mist. Jetzt habe ich das Ding komplett verschwendet. Weil es bringt ja eh nichts. Ach, nein. Oh, doch. Oh, es, wie gesagt, das dauert ja Ewigkeiten. Wenn du nur fitzelchenhaft, ne? Knabbert mit ihr ein bisschen Lebensenergie ab. Aber sie sieht schon nicht mehr so gut aus, ne? Ah, aber ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ups, schnell wieder zurückrollen. Komm, 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 komm. Ne? Put, 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 put. Put, 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 put. Ah, es muss aber langsam erledigt sein hier. Kann ich jetzt irgendwie vom Blitz getroffen werden? Beim Kacken oder sowas. Naja, ganz unheldenhaft. Wenn ich mehr als einmal zuschlagen könnte, das wäre so cool. Ich hasse Bosskämpfe, die sind meistens so dämlich. Oh oh. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Ups. Schnell wieder weg. Meine Lebensenergie ist nicht mehr viel, ne? Einmal ran, schnell, genau. Na komm schon, komm schon. Ich denke mal so 3-4 Mal noch zuhauen. Oh. Ja doch, 3-4 Mal auf jeden Fall noch. Oh, 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 oh. Das war's? Oh. Oder das geht jetzt wieder in die nächste Runde über. Hm. Ja, nächste Runde. Mist. Jetzt hat sie wieder neue Lebensenergie, ich wette drauf. Und ja, sie hat wieder volle Lebensenergie, ist doch klar. Ja, warum auch nicht? Warum denn? Hallo? Ja gut, ich habe auch wieder volle Lebensenergie, aber trotzdem, muss das denn sein? Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ich will doch einfach nur endlich das geschafft haben. Die Barbaren-Tussi soll weg sein. Oh Mann. Vor allem, wenn ich, wie schnell sie sich umdreht, ne? Also, ich kämpfe dann hier gegen sie und so. Zup, 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 zup. Und, naja, dann irgendwie schafft sie es immer gleich, sie sofort umzudrehen und wegzurollen. Ja, gut, aber der Originalkampf war ja auch schon nicht so einfach. Gegen sie, das war ja schon richtig schwierig. Ach, komm schon. Verdammt, Mensch. Wie ist eine starke Attacke, die ordentlich was von ihr abzieht, von Lebensenergie, wäre super. Aber selbst das ist mir nicht gegönnt. Das ist fast der nervigste Kampf neben diesem Commodus, ne? Also hier, der Kampf ist ja schon elendig lang. Commodus war auch schon richtig nervig. Das hatte ich auch vorher angekündigt. Hatte ich ja gesagt, so, ne, das wird ein Scheißkampf. Aber der hier ist halt so, gehen langweil. Aber jetzt haben wir ihre Hälfte ist fast erreicht.
So, jetzt haben wir die Hälfte, genau. Jetzt haben wir genau die Hälfte der Lebensenergie. Na, komm schon, gib auf. Wir wissen, dass du sterben wirst. Du kannst dir viel Leid ersparen. Ich mach's noch kurz und schmerzlos. Echt, jetzt versprochen. Jetzt. Ja. War das eine starke Attacke? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, verdammt, sie blockt die immer ab. Jedes Mal, wenn ich eine starke Attacke machen will, blockt sie. Das ist doch nicht fair. Das kann ich immer nur schwache machen. Ich glaube, das ist darauf ausgelegt. So nach dem Motto, du sollst halt nicht starke Attacken machen, du sollst lange leiden. So, um die Spielzeit nochmal ein bisschen künstlich heranzuheben. Hat man einfach diese Bosskämpfe so konzipiert, dass man halt so stundenlang gegen die kämpfen muss. Da wird dann halt Hartnäckigkeit belohnt. Na, verdammt, du sollst nicht auf mich draufhauen, du sollst dir niedergehen, nicht ich. Und das wäre jetzt, glaube ich, das Schlimmste, ne? Wenn jetzt was passiert, man hat es schon so weit geschafft und dann auf einmal krepiert man selber. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Weil das wäre das Übelste, was passieren kann, weil dann hängst du da und so, nein, alles nochmal von vorne machen. Das wäre richtig, richtig ätzend. Also ich glaube, das hätte dann so einen riesigen Frustfaktor, wo ich sagen würde, jetzt spiele ich nicht mehr. Aber wir sind fast wieder dran. Wir haben sie fast wieder. Ja. Na komm schon. Oh. Sehr schön. Doch, etliche Male werden es noch sein, aber passt schon. Ich muss aufpassen. Ups, schnell weg. Immer dieses Ring, dieses Glitzerstaubgeräusch. Vor allem, wieso kann ich nur einmal angreifen? Oh, ich glaube ein, zwei Mal noch. Ja, könnt das hinhauen? Ein, zwei Mal? Na, lass mich in Ruhe. Such dir andere Hobbys. Oh, da haben wir sie, da haben sie. Wir haben sie. Ende der Kombo. So, das war's jetzt für dich. Es hätte alles anders laufen können. Marius, Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Richtig. Nicht in diesem. Das kannst du vergessen. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Tja, ist schlimm. Recht haben sie, ne? Normalerweise hätte das alles ganz, ganz anders kommen können. Die Völker hätten friedlich miteinander gelebt, nichts wäre kaputt gegangen. Tja. Ja, erinnert ihr euch an die Szene ganz am Anfang des Let's Plays? Am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Ja, da ist ihr Kopf drin. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Um dich zu töten. Ihr ließt meine Familie ermorden. Richtig. Ihr habt Rom zerstört. Richtig. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht, eure Eitelkeit, eure Arroganz haben dazu geführt. Genau. Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Das ist ein Schwachsinn. Ich seh euch an. Ich kann dich sofort töten. Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Vertrau ihm doch nicht, ey. Wehe, du tust das. Wehe, du tust es. Oh. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also, nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen, wachen. Damokles ist hier. Er will mich töten. Beschützt mich. Scheibenkleister. Und jetzt nähern wir uns dem Ende. Ah, das finde ich richtig gut. Eine der geilsten Szenen. Da ist der Buchse. Oh. Verdammt.
der Typ. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Echt? Warum wächst du gerade? Dass ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen. Aha. Er hat das Thema Waren gegeben. Er hat sie dahin gelockt. Ach du Schande. Oh nein. Och was. Leontius ist tot, mein Kaiser. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Er hat das alles veranlasst. Und warum? Lauf. Ja, es wäre dann ganz anders gekommen. Wieso? Simpel. Rom zerstören. Und dann diese törichte Idee von Zivilisation. Was? Oh nein, du feiges, fettes Schwein, ey, du widerlicher Bürokrat. Wir Götter, die unseren. Was? Aber das Spiel hat Regeln. Richtig. Oh. Sind wir also doch nur Spielzeug der Götter, ja? Oh, und dieser feige Bastard von Kaiser. Ich werde dich abschlachten. Das ist ein Spanferkel, ein riesiges. Oh, das geht Rache. Ups. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wenn das nicht wehtut. Oh. Ich glaube. Oh, oh, was? Oh, oh. Ja, wir sind halt relativ angeschlagen, würde ich sagen. Puh. Das Ganze ist jetzt eigentlich so eine automatische Szene, ne? Genau, nimm dein Schwert. Sehr schön. Das ist, ich muss sagen, eine der coolsten Endsequenzen überhaupt, weil sie interaktiv ist, ja? Wir werden hier die ganze Zeit mit... Oh, direkt durch die Hand. So, mal nachschlagen. Und hier sieht man die coolsten Kill-Szenen eigentlich, ja, die ganze Zeit. Und das macht Spaß, ja? Das finde ich richtig geil. Als ich das am Anfang hatte, das erste Mal... Oh, ah, ah, voll ins Gesicht. Es ist immer noch geil, ja? Also, ich war total verblüfft und erstaunt darüber. Aber auch wie viel er aushält, ja? Das ist Hammer. Oh, oh. Genau, los, komm, mach schon. Oh, haben sie sich gegenseitig angeschlitzt. Habt ihr verdient, ey. Euren dämlichen Kaiser beschützen. Ah. Oh, verdammte Scheiße. Ey, dass er überhaupt sich noch auf den Beinen halten kann, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber wir sehen, er hat schon mittlerweile mit sich zu kämpfen. Und, oh, was ein Kill-Move, ey. Eis noch immer mehr. Hm, tja, hätte vielleicht mal mit mir dienen sollen. Dann hättest du auch bessere Kampf-Moves drauf gehabt. Du musst dich besser zu verteidigen. Na, was wollt ihr? Ah, du? So, genau. Schnieke. Und, was willst du jetzt machen? Oh-oh. Sieht nicht gut aus für dich, mein Freund. Nein, echt nicht. Wirklich nicht. Also, ich frage, eigentlich müsste er schon längst tot sein, ne? Normalerweise. Naja, jetzt haben sie wohl Angst, ja? So geil, jetzt zuckt er kurz zurück. Oh, oh. Na, warte mal. Mal gucken, wie viel du aushältst. Oh, scheiße. Es hängt ja in mir drin. Jetzt lass endlich los. Oh, fuck, ey. Nein. Los, wo ist Nero? So. Jetzt bist du fällig. Mein Reich aus Asche. Hm. Oh, oh. Sein eigenes Schwert. Ja, das. Wie geil. Puh. Das war's dann wohl. Na, da haben wir auch die ganzen Erfolge, ne? Vini, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Weil das I zum Schluss heißt immer ich. Steht dafür. Ist bei Latein ist es ein bisschen seltsam. Oh, was ist da mit mir los? Was passiert da? In mir.
Na? Was passiert jetzt? Ich sterbe. Oh nein. Einfach so. Und? Das ist alles nur, weil er nicht will, dass die Menschen hier Zivilisation und so, ne? Sich weiterentwickeln. Und jetzt kuscht er. Weil sie gewonnen hat. Also praktisch so eine Art Schachspiel, was die gemacht haben, ja? So eine Wette. Ja, mal gucken, wer gewinnt. Über die Zeit erholte sich Rom. Und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Ah, okay. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Tja. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Tja. Ist das eine Figur, uns zu ehren? Ja, könnte man fast so sehen, ne? Tja. Haben wir es geschafft? Haben wir es doch tatsächlich geschafft? Haben wir Rom gerettet, mehr oder weniger. Tja, und das war's dann an der Stelle. Ich muss sagen, das Spiel, wie gesagt, ich finde es halt richtig geil. Ja, Story ist cool gemacht, effektmäßig natürlich, also ich sag mal von der Grafik her, absoluter Hammer. Definitiv pure Next-Gen-Grafik. Auch von der Kampftechnik, wo viele immer gemeckert haben, so, es ist ein bisschen monoton, es macht trotzdem Spaß. Also ich muss sagen, so monoton ist es nicht unbedingt. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt die Mega-Kampf-Simulation wie ein Virtua Fighter, wie ein Street Fighter oder ein Tekken oder sowas. Ist halt ein Hack'n'Slay mit coolen Komponenten, geilen Sachen, Möglichkeiten, die man hat, ein bisschen Taktik, hier ein paar Finishing-Moves da und Kombo-Ketten und allem drum dran, ein bisschen aufleveln, dass man seine Sachen verbessern kann. Indirekt bringt nicht allzu viel, sagen wir jetzt, es beeinflusst das Spielgeschehen nicht so extrem, aber doch irgendwie schon ein bisschen, also hat auch so sein Gutes. Tja, ich würde sagen, in dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel noch einmal zu spielen. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt als nächstes machen werden. Vielleicht Far Cry 3, vielleicht tue ich euch doch Assassin's Creed Black Flag an. Vielleicht mache ich auch das, was ich schon mal angekündigt hatte. Ich fange einfach mit Assassin's Creed 1 an und arbeite mich dann durch, wobei das immer relativ langwierig werden könnte. Man weiß es nicht. Wir lassen uns da überraschen. In diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch demnächst bei irgendeinem anderen Let's Play wiederzusehen. Bis dahin, euer Mr. Zogger.